willkommen zu Emma deine Tour. Ja, falsches Fahrrad. Ich stehe hier an der Bergwertung von Schöneich, dem Frühjahrsklassiker. Ich bin hier nicht wegen dem Radrennen, sondern ich habe mich heute mit der Lisa Brandau und dem Friedemann Schmude verabredet. Mit einer Runde mit dem Bike. Ich interviewe die zwei ein bisschen. Da rollen wir jetzt mal hin und ich hole die zwei ab. So, wir sind jetzt hier in Magstadt angekommen, sitzen im zwischen Startziel und der Abfahrt von dem Crossrennen hier. Warum Crossrennen? Ich glaube, der Friedemann und die Lisa sind hier schon mal mitgefahren. Haben jetzt eine kleine Runde gedreht, sind aus Schöneich hierher geradelt und haben jetzt noch mal einen zufällig mitgenommen. Da kommen wir gleich drauf, was es damit auf sich hat. Ja, vielleicht gleich mal zu dir, Lisa. Mountainbike, Radcross in gleicher Gewichtung, was ist da dein Fokus? Ich komme ja eigentlich ursprünglich aus dem Straßensport und kam durch Straßensport zum Cyclecross, also querfeldein. Und Magstadt ist natürlich meine Heimrennen. Ich glaube, es gibt ein Rennen, wo ich mal nicht gewonnen habe, wo Hanka Kupfernagel mit am Start war. Mountainbike kam dann später dazu und das Cyclecross werde ich immer behalten. Es macht einfach Spaß und ist für mich eine schöne Abwechslung im Winter, weil es ist quasi eine Wintersportart. Ich kann dadurch auch mein Training einfach qualitativer Reize setzen und wir machen die Strecken Spaß. Die Rennen sind kurz, knackig, 40, 45 Minuten, für die Zuschauer auch spannend. Und so schlage ich das eigentlich so beides gleich. Also Cross-Country ist olympisch, Cyclecross ist im Winter und macht einfach mega Spaß und ist bis jetzt finanziell für uns Frauen eigentlich noch attraktiver, fast wie Mountainbiken. Genau, also Magstadt, Heimrennen, hier gibt es einige Rennen im Winter in den Wintersportarten. Es gibt auch in Stuttgart-Vaihingen ein kleines Crossrennen. Es ist meistens sogar ein Doppelwochenende inzwischen, glaube ich. Aber es gibt auch in Albstadt einen Weltcup. Bist du da dieses Jahr mitgefahren? Mountainbike-Weltcup, ja, da ist auch 2020 die Weltmeisterschaft drauf in Albstadt, also auch in dem Olympiajahr. Und dieser war ich Fünfte dort. Also war ganz gut. Es war mein erstes Mal das erweiterte Podium. Und ich denke, das hat dann jetzt so schon mal gezeigt, dass das Talent da ist. Jetzt geht es einfach darum, das mehrmals abzurufen oder konstant abzurufen. Und denke ich, dann sind gute Chancen auch auf den Weg Richtung 2020. Nicht nur die WM dort, sondern auch die Olympiade halt in Tokio. Okay, jetzt haben wir hier einen jungen Mann vom Team Downer in der Mitte sitzen. Den Namen habe ich einfach direkt wieder vergessen, so bin ich. Den darfst du gleich nochmal selber sagen. Aber wie hängt es zusammen, dass die Lisa dich heute mitgebracht hat? Also, erstmal zu mir. Ich bin der Simon Leib. Ich fahre beim Downer Arcon Pro Cycling Team aus Köln. Ja, und meine Radsportkarriere habe ich eigentlich bei Lisa angefangen. Die hat mich so an den Radsport 2013 rangeführt. Und irgendwann ging da halt der Weg auf die Straße. Und weil Lisa halt leider kein Straßenteam, sondern Mountainbike-Team macht, sind wir ab da, ja, sportlich gesehen getrennte Wege gegangen. Aber ja, uns verbindet eigentlich immer noch eine sehr gute Freundschaft. Sehr gut. Und jetzt haben wir dich natürlich nicht ohne Grund hier eingebaut in die Folge, sondern du hast vorhin, glaube ich, im Auto schnell gesagt, wo wir uns umgezogen haben. Ihr habt heute eine Bestätigung gekriegt für? Für die Deutschlandtour. Wir sind definitiv qualifiziert und wurden auch eingeladen. Also dürfen eine Deutschlandtour mit 6 Mann starten, was für uns natürlich ein mega Highlight ist. Du als Lokaler von hier ist sozusagen Heimrennen? Ja, ein Stück weit zumindest die Schlussetappe, die in Stuttgart endet. Auf dem WM-Kurs von 2007. Ja, kann man schon so ein Stück weit sagen. Sehr gut, sehr gut. Dann schnappe ich mir das Ding. Ich habe mir auch noch einen Friedemann eingepackt. Servus. Vom Team Bulls. Das ist jetzt kein rein Stuttgarter Team, aber ihr habt euren Teamsitz, glaube ich, hier, operiert relativ viel von Stuttgart aus und habt auch so den ein oder anderen Könner in euren Reihen. Du bist jetzt nicht Fahrer, sondern Teammanager. Mhm. Das heißt, um was kümmerst du dich alles beim Team Bulls?
Letzten Endes laufen die Fäden des Teams bei mir zusammen. Ich bin verantwortlich für alles, was läuft, von A wie Abrechnung bis Z wie, jetzt fällt mir nichts Blödes ein, Zugtickets buchen für irgendwelche Betreuer zum Beispiel. Also ich habe die Fäden in der Hand beim Team, stimme ich natürlich mit der einen oder anderen Stelle bei uns in der Firma ab. Ja, also von daher, meine sportliche Karriere liegt schon ein Weilchen zurück. Wie du aber schon gesagt hast, Magstadt kenne ich selber noch. Glaube 2003 habe ich hier auch im Rennen mit Startnummer dran meine Runden gedreht. Platzierung brauchst du mich jetzt nicht mehr nachfragen. Aber ja, so viel zum Team Bulls. Und es stimmt, das Team operiert von hier aus. Wir haben in Backnang Lager, Werkstatt und so weiter. Ja, von hier aus geht's los. Die Rennen sind, wenn in Deutschland, dann primär im süddeutschen Raum oder eben im südlich gelegenen Ausland für uns viel. Plus, wir haben eben den Weltcup in Albstadt vor der Tür, den man jetzt mal zumindest zur erweiterten Region Stuttgart zählen kann. Das ist so ja, im Cross-Country-Bereich, olympische Disziplin und unser Heimrennen, wo wir auch jedes Jahr mit Fahrern am Start sind, definitiv. Genau, aber was steckt hinter dem Team Bulls? Es gibt Karl Platt zum Beispiel, der eng damit verknüpft ist, aber was deckt der alles ab im Mountainbike-Bereich? Ist ja inzwischen doch relativ viele Kategorien gibt es inzwischen. Es ist breit gestreut. Wir haben 2007 angefangen mit einer ganz kleinen Marathonmannschaft, zwei Leute, Karl Platt, Stefan Sahm, mit dem Schwerpunkt auf Marathonrennen. Marathon einfach lang, also Langstrecke, Renndistanzen zwischen 80 und 120 Kilometer, sagen wir mal. Und sind dann, ja, und haben uns vor allem auf die Etappenrennen spezialisiert. Also Cape Epic in Südafrika, Transalp hier in Europa vom Allgäu im weitesten Sinne nach Riva am Gardasee. Und die Mannschaft hat sich in den folgenden Jahren sehr ordentlich entwickelt. Mittlerweile haben wir 5 Profis in den eigenen Reihen, machen eigene Nachwuchsarbeit. Also wir haben drei Nachwuchssportler, Junioren, U23 und dann eben in der Elite die Profis. Dazu haben wir 2 Enduro-Fahrer mit Christian Textor, der auch schon deutscher Meister war im Enduro-Bereich und jetzt am vergangenen Wochenende bei der EWS in Österreich gerade die Top 20 geknackt hat. Also der da in der Weltspitze aktiv ist, beziehungsweise in die Weltspitze vorgestoßen ist. Und dann haben wir das Bike Junior Team noch, das ist so ein Co-Sponsoring-Team, ich sag mal so unser Farm-Team, die extrem gute Nachwuchsarbeit machen, weil auch das liegt uns sehr am Herzen. Profisport funktioniert nicht ohne Basis und da muss man auf jeden Fall sich um den Nachwuchs kümmern. Das machen wir mit dem Bike Junior Team, die auch hier in der Gegend beheimatet sind, sitzt in Kirchheim, nein, Weilheim Tech. Ja. Und von daher sind wir hier in der Region schon ziemlich ordentlich verwurzelt. Ja. Zwar Bulls als oder ZDG als Kölner Firma, Team und alles, was sportlich gesehen ist, ja, passiert von hier, von der Region aus. Sehr gut. Jetzt haben wir ein paar Stimmen gehört von den Mountainbikern hier aus dem Raum. Ist noch ein bisschen was mehr geboten. Kirchheim ist gefallen, da kommt Manuel Fumitsch zum Beispiel da. Da weiß ich auch, dass der Teamsitz im Remstal liegt. Da gibt es also noch ein paar andere Sachen. Team Alpgold ist vielleicht den Mountainbikern noch ein Begriff. Also hier ist einiges los, auch in der Mountainbike-Szene. Ich sag, das war's für heute. Wir sind raus, radeln eine Runde. Bis zur nächsten Folge von Elmar Deine Tour. Ciao.